Hallo und herzlich willkommen zu unserem Projekt. Ich heiße Janek. Ich bin Leo. Und ich heiße Adrian. Wir haben uns mit dem Problem beschäftigt, dass jedes Jahr sehr viele Tonnen gutes Essen weggeworfen werden. Und man weiß, es ist Hunger in der Welt und es müsste eigentlich eine Möglichkeit geben, dieses Essen mit anderen Leuten zu teilen, wenn man es selbst nicht mehr haben will. Dazu haben wir uns eine sehr kreative Lösung überlegt, nämlich eine Art öffentlichen Schrank, der irgendwo in der Stadt positioniert wird. Und wenn man Essen selbst nicht mehr haben will, kann man das Essen dorthin bringen, das auf einer Webseite eintragen und andere Leute können sich das Essen dann einfach dort abholen. Die Zielgruppen könnten zum Beispiel Bäcker sein. Die müssen ja nach einem Tag, wenn das Brot etwas älter ist, es meistens wegwerfen, weil die Kunden es nicht mehr kaufen. Die könnten zum Beispiel das Brot, das eigentlich noch gut ist, in so einen Schrank bringen. Andere Leute, die das abholen, wären zum Beispiel Leute, die ein geringes Einkommen haben. Die Hardware ist eigentlich sehr einfach. Ein Raspberry Pi, ganz viel Holz und eine Power Source. Genau, die Software und die Umsetzung insgesamt ist so, da oben in dem obersten Teil ist ein Raspberry Pi, der eben ein WLAN-Netzwerk aufmacht, so dass man sich eben mit der Seite auch bloß verbinden kann, wenn man tatsächlich auch in der Nähe ist, so dass man ins System auch wirklich bloß was eintragen kann, wenn man vor Ort ist. Genau, und da läuft eben eine kleine Website drauf, geschrieben mit einem kleinen Python-Backend, das eben dann auch, dann Produkte mit einer Menge und auch einem Bild eingetragen werden können und eben auch entnommen werden können. Das zeigen wir jetzt gleich noch kurz. Ja, genau. Jetzt zu einer kurzen Live-Demo. Also das hier ist unsere Webseite. Man sieht es nicht. Ja, da ist sie. Also diese Webseite ist lokal auf unserem Raspberry Pi. Dort kann man dann zum Beispiel hier auf den Button Lebensmittel hinzufügen draufdrücken. Dort kann man jetzt als Produkt, in diesem Fall haben wir hier einen Apfel, eintragen und auch noch eine kurze Beschreibung eingeben, zum Beispiel, dass er frisch vom Aldi ist. Kann man auch ein Gewicht eintragen, damit man weiß, wie viel es ungefähr ist. Und man kann sogar ein Bild dazu machen, damit die Leute, die es abholen, wissen, wie gut das Ganze eben noch aussieht. Wenn man das Ganze dann gespeichert hat, dann gibt es noch einen anderen Button, auf dem steht Lebensmittel entnehmen. Dort kann man eintragen, wie viel man eben von dem Essen haben will. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt eine große Portion Joghurt da ist oder hier eine Packung mit Butterkeksen. Dann kann man da eintragen, dass man jetzt zum Beispiel 25 Gramm von den Butterkeksen nehmen will. Und wenn man das dann auf Nehmen drückt, dann kann man sich eben das rausnehmen und es wird dann automatisch synchronisiert. Und dann sehen alle anderen Leute sofort, dass, aha, jetzt sind nur noch 25 Gramm von den Butterkeksen da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir wollen das noch zeigen. Wir zeigen es jetzt nochmal kurz, auch wenn man jetzt was Neues eingefügt hat, dann leuchtet es kurz rot auf. Ja. Genau.